الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Sie versuchten beide als Erster zur Tür zu gelangen. Sie zerriss ihm von hinten das Hemd. Und sie fanden ihren Herrn bei der Tür vor, also ihren Ehemann. Sie sagte, der Lohn dessen, der deiner Familie Böses antun wollte, ist nur, dass er ins Gefängnis gesteckt wird oder schmerzhafte Strafe. Das war die Liebe dieser Frau. Ja, in einem Augenblick hat sie direkt sich gegen ihn gewendet und selbst vorgeschlagen, wie man ihn bestrafen könnte. Und das ist diese angebliche Liebe, das war keine Liebe, das war nur die Erfüllung, die Selbsterfüllung, Befriedigung ihrer eigenen Neigung. Und wahre Liebe ist doch die, die es lehrt, zu opfern, wie die Mutter für ihr Kind liebt und opfert und nicht zurückerwartet oder Eheleute füreinander da sein sollten und nicht nur an sich selbst denken sollten. Ja, das Problem beginnt dort, wo man nur an sich selber denkt, egoistisch ist, mein Recht immer nur einfordert und nicht aber geben kann. Und wenn man mal gibt, dann sofort auch dafür etwas zurückhaben will und das ist keine wahre Liebe. Ja, weil Pflichten und Verantwortungen sind nämlich auch etwas, was man erfüllen muss. Und sie schlägt doch direkt, wie gesagt, die Strafe vor. Ja, schon mal in die Ohren der Menschen schon mal reingesetzt, schon mal reingelegt, schon mal die Idee gegeben, dass hier, der kann noch ins Gefängnis gesteckt werden. Und hier sehen wir also, wie alles sich gegen Yusuf a.s. Wendet. Er sagte, sie war es, die versucht hat, mich zu verführen. Und ein Zeuge aus ihrer Familie bezeugte, wenn sein Hemd vorn zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit gesprochen. Und er gehört zu den Lügnern. Wenn sein Hemd aber hinten zerrissen ist, dann hat sie gelogen und er gehört zu den Wahrhaftigen. Also schaut euch die Umstände an, sucht nach Indizien und Beweismitteln in den begleitenden Umständen. Und natürlich, wenn der Mann wegrennt und er derjenige ist, der sich abwendet, dann ist das Hemd natürlich von hinten zerrissen und so war es ja auch genau geschehen. Als er nun sah, dass sein Hemd hinten zerrissen war, sagte er, das gehört zu euren Listen. Eure List ist gewaltig. Und das soll der Aziz, der Ehemann der Frau, gesagt haben, der Herr Yusufs. Yusuf, lasse davon ab. Und du, jene, also die Frau, bitte um Vergebung für deine Sünde. Also Frau, du bitte um Vergebung für deine Sünde. Und Yusuf, übersieh es einfach, lass ab davon. Ja, du gehörst ja zu denjenigen, die Verfehlungen begangen haben. Das sagt der Ehemann zur Frau. Und jetzt sehen wir auch, so wie Jakub a.s. das Übel seiner Söhne übersehen musste. Ja, so muss hier auch der Aziz von Misr das Übel, das seine Frau getan hat, das er jetzt auch sieht, die Beweise gesehen hat, das muss auch er übersehen. Ja, die Makel im eigenen Heim muss er verdecken. Deswegen sagt er auch Yusuf, lass ab davon. Ja, lass es sein, lass es ruhen. Weil, wenn der Makel im eigenen Heim ist, dann soll man in der Öffentlichkeit nach einem Strafmaß fragen? Ja, die Angelegenheit des eigenen Heims ist nun mal eine solche. Oft kommen auch Frauen mit diesen Fragen, dass was ist, wenn mein eigener Mann etwas Übles tut? Oder umgekehrt, der Mann fragt jemanden nach. Ja, wohin soll man da gehen? Und es ist nun mal auch so, dass nicht immer alle Probleme lösbar sind. Manche sind definitiv lösbar, manche aber nun mal auch, manche Eigenschaften, manche Vorfälle sind so, da kann man nur sagen, Sabrun Jamil, ein schönes Aushalten, ein schönes standhaft weitermachen, übersehen, das Beste daraus machen, das ist etwas, was man im Leben immer wieder brauchen wird. Einige Frauen in der Stadt sagten, die Frau des Hohen Herrn versucht, ihren Burschen zu verführen. Burschen, also weil Yusuf a.s. ja die Rolle des Knechtes in diesem Haus hatte. Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Wir sehen wahrlich, sie befindet sich in deutlichem Irrtum. Ja, so wie es immer ist, wenn irgendwas da ist, alle reden mit, alle geben ihre Kommentare ab, obwohl keiner sie gefragt hat. Und sie geben ihr nicht nur Kommentare, sondern sie geben auch ihr Urteil ab. Was wir aber auch sehen, dass ein Übel sich nicht lange verstecken lässt. Ja, das kam raus und es war ein Stadtgespräch. Das Übel wurde bekannt. Jeder sprach darüber, redete darüber. Und alle verurteilen diese Frau, der Ehemann, der Zeuge. Yusuf hat sowieso sich offen gegen sie ausgesprochen. Und die Frauen der Stadt. Alle sprechen sich gegen dieses Verhalten aus, verurteilen sie. Aber schaut mal trotzdem, wie die Frau auf ihr Tun beharrt und das sogar jetzt auch noch, das werden wir gleich noch weiterlesen, es noch weiter ausführen möchte. Ja, die Frau lässt nicht davon ab. Und zwar, was plant sie dann?
Sie befinde sich in deutlichem Irrtum. Als sie nun von ihren Ränken hörte, sandte sie zu ihnen und bereitete ihnen ein Gastmahl. Sie gab einer jeden von ihnen ein Messer und sagte dann zu Yusuf a.s., komm zu ihnen heraus. Und er war ja Knecht, er musste gehorchen, er kam dann zu dieser Gastgelage heraus. Als sie, die Frauen, ihn sahen, fanden sie ihn großartig und sie zerschnitten sich ihre Hände. Also anstatt in das Obst oder was da zu schneiden gab, darin zu schneiden, aus lauter Verwunderung und Verblüffung vor diesem großartigen Anblick, zerschnitten sie ihre eigenen Hände und sagten dann, Allah behüte, das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller Engel. Sie sagte, die Frau von Al-Aziz, seht, das ist der, dessen wegen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden und er wird gewiss zu den gering Geachteten gehören. Hier sehen wir auch, mit welcher Öffentlichkeit, mit welcher Beharrung, mit welcher Offenheit, wir würden sagen Schamlosigkeit, hier in einem vollen Raum darüber gesprochen wird, was sie da tun wollte, dass sie das auch durchaus weiter tun möchte und alle Frauen auch offen ihre Verwunderung zeigen. Ja, also wir sehen hier etwas, was uns nicht unbekannt ist, dass wenn Schamlosigkeit in einer Gesellschaft sich etabliert, öffentlich wird, okay ist, die Grenzen zu übertreten, es in Ordnung ist, in Öffentlichkeiten Szenen, Bilder, Worte, Dinge aller Art, die damit zu tun haben, zu zeigen, vorzuführen, darauf hinzuweisen. Ja, das war alles Teil der damaligen Gesellschaft schon und auch uns ist das nicht unbekannt. Ja, also keine tugendhafte Frau würde so öffentlich dazu stehen, dass sie ein Übel begehrt und dass sie das Übel auch geplant hat und ausgeführt hat und dass sie noch weiter darauf beharren will. Keine tugendhafte Frau, kein tugendhafter Mann würde solch etwas laut aussprechen. Ja, eine Kultur, die das also hinnimmt und sie das auch in diesem Raum äußert, ja, das ist nicht etwas, was wir modern nennen können. Das ist hier eine 4000 Jahre alte Kultur. Schamlosigkeit ist nicht modern. Shaitan hat immer schon versucht, die Menschen zu Schamlosigkeit zu verführen, sie dadurch zu verirren. Ja, und diese Öffentlichkeit auch, dass man immer alles öffentlich machen muss, öffentliche Bilder, die Hochzeitsbilder öffentlich vor allen Leuten zeigt, sei es im MySpace oder in Facebook oder sonst wo, für die gesamte Welt sich anzugucken, wie man geschmückt am Hochzeitstag aussah, was heute völlig normal ist. Ja, das sind alles nicht moderne Phänomene. Das ist etwas, was wir Jahiliya nennen würden, diese Grenzübertretung, diese Mangel an Tugendhaftigkeit und Scham, an Schamhaftigkeit. Das ist eine Sache, die schon uralt ist und die auch damals nicht Gutes gebracht hat und auch uns heute nichts Gutes bringt. Ja, und hier sehen wir auch mit dem Öffentlich, was hier gemeint ist, dass Sünden gab es ja schon immer. Nur wenn die Sünden dann öffentlich gemacht werden und mit einer solchen Offenherzigkeit, dass man sich gar nicht mehr traut, dagegen was zu sagen, weil das auf einmal die Norm geworden ist. Das ist wirklich ein Grad von Verfall der Gesellschaft, der dann wirklich besorgniserregend ist. Wenn die Tugend unnormal wird und die Tugendlosigkeit das Normale wird, Mainstream wird. Ja, deswegen sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn du dich nicht schämst, dann tu, was du willst. Ja, weil die Scham ist doch diejenige, die uns davor bewahrt, gewisse Grenzen zu übertreten. Die Scham, Sünden zu begehen. Die Scham, Menschen einfach so auf übelste Weise zu begegnen. Die Scham, als ungerecht zu gelten. Ja, das ist doch das, was uns vor vielen, vielen Übeln bewahrt. Und wenn das abgeschafft wird in einer Gesellschaft und Kindern schon aberzogen wird, dann ist das ein großes Übel. Ja, und das wird ein Übel nach dem anderen nach sich ziehen. Ja, es heißt auch in einem anderen authentischen Hadith, die Schamhaftigkeit und der Glaube, Iman, sind Gefährten. Wenn eins hochgehoben wird, wird auch das andere damit hinweggehoben. Ja, und damals war ja immer noch, dass die Frau die anderen Damen ins Haus einladen musste, um solch eine Rede zu führen. Und heute muss man noch nicht mal mehr das Haus verlassen. Ja, wie ich eben erwähnt habe, sei es Facebook, sei es MySpace, sei my dies und mein das, wird für Gutes definitiv auch genutzt. Und Allah möge uns allen die Fähigkeit geben, diese Dinge für Gutes zu nutzen. Aber nichtsdestotrotz gibt es auf jeden Fall auch diese Gefahr, dass Schamlosigkeiten öffentlich, weltweit verbreitet, geteilt, miteinander geteilt werden
Und das kann durch kein Gesetz reguliert werden, außer durch die innere Schamhaftigkeit, dass nein, das ist etwas, was ich nicht öffentlich teilen sollte. Das ist nicht etwas, was jeder sehen sollte. Das ist nicht etwas, was ich anderen Menschen zumuten kann. Ja, in welchen Bereichen auch immer. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden und er wird gewiss zu den gering Geachteten gehören. Ja, also wir sehen hier diese Macht, mit der die Frau auch spricht und einfordert und droht und das dann auch schließlich ausgeführt wird. Er sagte, Yusuf a.s. sagte, mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu Sie mich auffordern. Und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich gewiss zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Ja, also Yusuf a.s., wer würde sonst so reagieren? Er sagt, das Gefängnis ist ihm lieber, als Sündhaftigkeit zu begehen. Seine Tugend zu bewahren ist ihm lieber, seine Tugend zu bewahren und dafür ins Gefängnis zu gehen, ist ihm lieber, als in Freiheit seine Tugend zu verlieren. Ja, wer würde das so entscheiden? Und was für Zeiten! Statt dass die Schamlosen sich verstecken und sich hüten und sich irgendwo aufhalten, wo sie nicht verführt werden, wo sie sich besser kontrollieren können, muss der Tugendhafte, der Schamhafte, muss sich verbergen gehen. Ja, und das ist Jahiliya, das ist die Zeit der Unwissenheit. Das, was sie taten, war Jahil. Das ist Unwissenheit, das ist Kontrolllosigkeit und das ist, gehört nicht zu einem menschlichen Tugenden, dass man so seinen eigenen Neigungen ausgeliefert ist, dass man den Unterschied zwischen Recht und Unrecht nicht mehr bewahren kann. Ja, das ist nicht modern, das ist nicht fortschrittlich, das ist nicht menschenwürdig. Da erhörte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab. Er ist ja der Allhörende und Allwissende. Ja, also Allah hat Yusuf a.s. gehört. Ja, und Allah hört auch uns. Jedes bedrückte Herz wird von Allah subhanahu wa ta'ala gehört. Hierauf schien es ihnen angebracht, also allen Beteiligten dann, Aziz, der Zeuge hat das dann bestimmt auch mitbekommen, nachdem sie die Zeichen seiner Unschuld gesehen hatten, ihn für eine gewisse Zeit ins Gefängnis zu stecken. Also wohl wissend, dass er unschuldig ist, dass die Frau eigentlich das Übel vorhatte. Ja, das haben wir schon gelesen, die Zeugen, das Zeugnis wurde ja schon ausgesprochen. Trotzdem entschied man so, den unschuldigen Propheten Yusuf, Sohn eines Propheten, Enkel eines Propheten, Urenkel eines Propheten, der Edle, Sohn eines Edlen, Sohn eines Edlen, Sohn eines Edlen, ihn ins Gefängnis zu stecken. Ja, und das ist manchmal so im Leben. Ja, wenn es den Propheten so ging, daraus können wir sehr, sehr viel lernen. Manchmal ist es so, dass wir alles richtig gemacht haben und trotzdem ergeht es einem vielleicht übel, aus eigener Sicht übel. Ja, darin ist auch eine Weisheit. Allah will vielleicht jemandem etwas Besonderes geben und will ihn dafür festigen, damit er dieses Besondere, was er dann bekommt, auch halten kann, es halten vermag. Ja, weil man braucht Kraft, um etwas Gewaltiges, um etwas Schweres halten zu können. Ja, deswegen, wenn man in der Prüfung erhitzt wird und gereinigt wird und dann gefestigt da rauskommt, dann ist es letztlich gut für einen. Ja, erst wurde Yusuf a.s. vom Elternhaus entfernt, in die Fremde gebracht, um sich weiter zu bilden, um sich Eigenschaften anzueignen, um sich Fähigkeiten anzueignen, damit Allah ihm die Urteilskraft, die Deutung der Angelegenheiten und der Träume lehren könne. Und dann wurde er nun in die Einsamkeit des Gefängnisses. Ja, nur ein paar Mitgefangene, aber ansonsten, ja, Gefängnis ist Symbol für die Abgeschlossenheit, für die Einsamkeit. Ja, nicht wie heute die modernen Gefängnisse, wo in der modernen Welt auch vor allem nur, wo es vielleicht sogar Fernsehen gibt und viele Ablenkungen gibt. Nein, ein Gefängnis der alten Zeit. Und in Einsamkeit ist aber trotzdem wieder ein Vorteil. In der Einsamkeit findest du dich selbst, wie du unter den Menschen dich nicht finden würdest. Ja, deswegen auch allen Schwestern, auch gerade die Jüngeren vielleicht, aber jedes Alter ist davon betroffen, dass wenn ihr auch denkt, dass nein, ich spüre das nicht so, manche Leute sagen, ich brauche Koran, damit ich die Herzensruhe finde, ich bin ruhig, mein Herz ist ruhig, ich brauche nichts. Also ich freue mich, wenn ich Koran hören darf, aber brauchen tue ich das nicht. Dann macht mal einen Tag lang all eure iPhones, eure E-Mail-Account, euren Internetanschluss, euren Fernseher, eure Handys, macht das alles mal für einen Tag aus. Und dann werdet ihr sehen, dass da doch etwas ist, was euch unruhig macht. Dass ihr nicht ruhig sitzen könnt ohne eine Ablenkung. Und dass ihr abhängig seid von Ablenkungen. Ja, den meisten Menschen wird es so ergehen. Hier, es gibt eine Studie, dass viele Menschen, wenn sie anfangen zu meditieren, erstmal Angstattacken bekommen, Panikattacken bekommen, weil es so befremdlich ist, mit sich selber alleine zu sein.
Wir sind kaum noch mit uns selber alleine. Und wir haben kaum noch die Zeit und die Möglichkeit, in dieser schnelllebigen Lifestyle, den wir uns alle angeeignet haben, uns selber zu finden und rauszufinden, wie sehr wir Allah und sein Wort brauchen. Ja, wenn du immer unter Menschen bist, und was gut ist natürlich, der Mensch ist ein soziales Wesen, so von Allah erschaffen, aber wenn man immer unter Menschen ist, immer abgelenkt ist, dann kann es auch leicht passieren, dass man nur noch reagiert. Dinge, die mit dir selbst zu tun haben, verstehst du vielleicht nicht mehr, siehst du nicht mehr. Wenn der Lärm dann aber erstmal weg ist, dann erkennst du dich. Und wenn du dich erkennst, erkennst du auch Allah. Und wenn du Allah erkennst, dann erkennst du die gesamte Schöpfung. Dann kriegt alles seinen Platz. Und ja, und das ist auch hier, Yusuf a.s. geht es ja hier auch, das ist ja eine sehr schlimme Lage. Also er muss gerade wirklich einen Schicksalsschlag, einen erneuten, aushalten. Und das ist für uns jetzt, wenn wir auch wieder daraus lernen wollen, manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, mal zu erkennen, dass wer auch in guten, in schlechten Zeiten auch zu dir hält. Weil die Menschen, die sich vielleicht um dich versammelt hatten, weil du in Hülle und Fülle gelebt hattest oder weil du bestimmte Dinge anbieten konntest, das sind meistens dann auch die Ersten, die verschwinden, wenn es dir mal übel ergeht. Ja, und deswegen, man erkennt Dinge, man lernt zu unterscheiden, wenn Allah einem mal in eine solche Lage bringt. Ja, deswegen nicht verzagen, diese Lagen, man wünscht sie sich nicht, wir wünschen uns von Allah immer Wohlergehen, aber wenn es dann passiert, dann versuchen wir darin die Weisheit Allahs auch zu erkennen und uns Nutzen daraus zu nehmen. Ja, weil wenn dann alle Stützen fallen, wenn du auch siehst, dass selbst die, die dir vielleicht helfen wollen, also erstmal die, die nicht helfen wollen, die verschwinden sowieso, dann gibt es ein paar, die wollen helfen, aber Menschen sind schwach. Der eine Schwache kann dem anderen Schwachen nicht wirklich helfen. Er kann hier und da Beratung geben und ein bisschen, die Wunde abbinden, ein bisschen Pflaster drauf machen. Ja, aber er kann nicht wirklich helfen. Die wahre Hilfe kommt von Allah. Und deswegen sind diese Lagen die Gelegenheiten, wo wir uns aufrichtig von allen anderen Dingen ab und aufrichtig zu Allah subhanahu wa ta'ala hin wenden und ihm aufrichtig alleine ergeben und ihn anflehen, dass er unsere einzige Stütze sowieso ist und dass wir ihn auch als einzige Stütze wahrnehmen. Ja, in diesen Gelegenheiten erkennt man die Unbeständigkeit des Diesseits und die Beständigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wer das nicht versucht, wer in diesen Phasen, und die sind in jedem Leben mal da, diese Tiefphasen, wo es einem schlecht ergeht, wo man was verliert, wo man eine Gelegenheit verpasst, wo ja ein Übel auf einen hereinbricht. Man kann natürlich auch anders reagieren, nicht die Weisheit Allahs darin suchen, nicht als eine Gelegenheit benutzen. Was passiert dann? Das Herz bleibt gebrochen, man wird meistens depressiv und sinkt tiefer und tiefer und tiefer. Und Menschen enden oft so, dass sie eine solche negative Einstellung zum Leben und zu sich selber und auch zur Religion dann bekommen, dass ihnen wirklich dann nur noch schwer geholfen werden kann. Ja, deswegen, wer auf Allah vertraut, der kann gegen jede Trauer angehen. Und auch in der Einsamkeit kann sogar dieser noch lächeln. Ja, und die Vorbeispiele sind unzählige von unseren rechtschaffenen Vorfahren. Und auch heute sind es bestimmt noch einige da, die uns vielleicht nicht bekannt sind. Ja, aber der findet die Süße des Imans und seine innere Ruhe, egal in welchem Umstand Allah ihn prüft. Ja, weil es letztlich alles eine Prüfung. Und wir wünschen uns alle von Allah Wohlergehen. Wir wünschen uns nicht von ihm in die Hitze der Prüfung erhitzt zu werden. Ja, wir sind schwach. Wir sind schwach und wir behaupten nicht, dass wir Prüfungen bestehen würden und wir würden alles schaffen. Das behaupten wir nicht. Wir wünschen uns von Allah Wohlergehen. Aber wir wünschen auch, dass wenn uns etwas mal passieren sollte, dass wir geduldig sind und die Weisheit Allahs in allen Umständen erkennen. Yusuf a.s. ist also im Gefängnis. Wie geht es weiter? Mit ihm kamen zwei Burschen ins Gefängnis. Der eine von ihnen sagte, ich sah mich Wein auspressen. Der andere sagte, ich sah mich auf den Kopf Brot tragen, von dem die Vögel fraßen. Tue uns die Deutung hiervon kund. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Subhanallah. Yusuf a.s. ist im Gefängnis und sogar im Gefängnis. Ja, in jedem Menschen sind solche Benehmen, solche Strahlen vielleicht sogar da, die er aussendet. Und man weiß irgendwie, dem kann ich vertrauen. Ich meine, wie viel kannten die ihn wahrscheinlich schon? Sie sind Gefängnismitinsassen. Aber von allen Leuten suchen sie ihn aus und sagen, wir sehen in dich ist was Besonderes, du bist vertrauenswürdig, du benimmst dich sogar hier unter uns Kriminellen, hast du ein besonderes Benehmen, wir sehen, du bist einer von den Gutestuenden und vertrauen ihm ihre Träume an. Und wir sehen hier, das waren in der Auslegung, waren das höchstwahrscheinlich keine Muslime, weil Yusuf a.s. macht ja mit denen Dawah, das heißt, das waren keine Muslime.
Und sie hatten aber trotzdem einen wahren Traum, der eine Bedeutung hatte. Ja, der eine sieht, dass er Wein austeilt, und das hat eine Bedeutung gehabt. Und das sollte Yusuf a.s. beide Träume dann auslegen. Wir sehen jetzt kommt erst nach all der Zeit die erste Möglichkeit für Yusuf a.s. zum Islam einzuladen. Dawah zu machen, Tabligh zu machen, die Botschaft zu überbringen. Nach all der Zeit der Opfer, der Vorbereitung, Aneignung von Möglichkeiten, von Fähigkeiten, Beweisen, immer wieder unter Beweis stellen seiner Reinheit, seiner Tugendhaftigkeit, seiner Vertrauenswürdigkeit. Immer wieder hat er das unter Beweis gestellt, immer wieder bewiesen, seine Tugend bewahrt, geflüchtet ins Gefängnis, wenn wir sogar das so sehen möchten. Nach so langer Zeit, nun hat er die erste Möglichkeit, Tabligh zu machen, zu seinem Dien einzuladen, der Dien seiner Väter und seiner Vorväter. Und das Problem ist, wir lesen oft drei Sachen oder vier Sachen und sind dann schon Muballigh. Hier bin ich, die Überbringerin der Botschaft. Ohne dass wir davor Ihsan gemacht haben, ohne dass wir davor Gutes getan haben, ohne dass wir davor das Vertrauen der Menschen gewonnen haben. Und eine Sache ist eine Regel: Solange man euch nicht vertraut, wird eure Einladung nicht gehört werden, eure Einladung zur Religion. Ja, deswegen erst den Leuten beweisen, ich bin ein nützlicher Mensch, ich bin aufrichtig, mir kann man vertrauen, ich werde in keiner anderen Sache lügen, dann werde ich doch gewiss nicht über Angelegenheiten der Religion lügen. Aufrichtig sein, auch in schwierigen Zeiten den Charakter beweisen. Ja, all das, was Yusuf a.s. gemacht hat, Muhammad s.a.w. war in seinem Volk bekannt als vertrauenswürdig, bevor er Prophet geworden ist. Ja, und wir sind als nichts, oder sogar vielleicht manchmal als Gegenteil bekannt. Ja, das ist die harte Realität, die meisten von uns wird es leider so ergehen, und möchten aber, sobald wir den Mund aufmachen und zum Islam einladen, dass man auf uns nicht nur hört, dass man uns sogar Gehorsam entgegenbringt, mehr als vielleicht sogar den Propheten Gehorsam entgegengebracht wurde. Ja, und manche denken auch nur, Dawah und Tabligh, Einladung und Überbringung der Botschaft, ist vielleicht ein Buch oder ein paar Informationen weitergeben oder mit Zitaten um sich werfen. Nein, Dawah und Tabligh sind auch in harten Zeiten den Charakter zu beweisen, Gutes zu tun, obwohl keiner Gutes tut, und dann entwickelt sich daraus eine Gelegenheit. Und Allah ermöglicht einem diese Gelegenheiten, diese Ehre, diese Aufgabe auch erfüllen zu können. Er sagte, es wird euch kein Essen gebracht, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Seht, das ist etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Also Yusuf a.s. spricht das Essen hier an, damit die schon mal wissen, dass er jetzt nicht lange Vorträge halten will, sondern dass gleich komme ich zu dem, was ihr gefragt habt, und dann fängt er erst an, die Dawah zu machen. Und das Erste, was er dann erwähnt, sagt er dich, das ist mein Wissen, guck mal, wie schön ich gelernt habe oder wie viel ich schon weiß, sondern er sagt, das ist von dem, was mein Herr mich gelehrt hat. Also er stellt sich wirklich beiseite und verbindet direkt die Menschen, die ihm zuhören, mit wem? Mit Allah, der auch ihm das Wissen gegeben hat. Ja, er lenkt ihre Aufmerksamkeit auf Allah. Und dann stellt er sich kurz vor und er sagt, verlassen habe ich das Glaubensbekenntnis von Leuten, die nicht an Allah glauben, und verlassen habe ich sie, die das Jenseits verleugnen. Und ich bin dem Glaubensbekenntnis meiner Väter, Ibrahim, Ishaq und Jakub, gefolgt. Es steht uns nicht zu, Allah etwas beizugesellen. Also bis hierhin hat er sich dann vorgestellt. Das ist meine Einstellung. Das folge ich. Das ist das, was ich selber praktiziere. Und ich praktiziere das. Und auch meine Väter und Vorväter haben das schon praktiziert. Und dann lädt er zu Allah ein. Es steht uns nicht zu, Allah etwas beizugesellen. Das ist etwas von Allahs Huld gegen uns und gegen die Menschen. Aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. Oh, meine beiden Gefängnisgefährten. Ja, er versucht wieder auch eine Gemeinsamkeit zu schaffen. Ja, das sind nicht mal Muslime. Die sind noch nicht mal vom selben Volk. Yusuf a.s. ist nicht Ägypter. Ja, aber er schafft trotzdem irgendeine Gemeinsamkeit und sagt, komm, wir sind beide im Gefängnis, oder alle drei. Oh, meine beiden Gefängnisgefährten. Sind verschiedene Herren besser oder Allah, der eine, der Allbezwinger? Ja, also hier erwähnt er jetzt ein logisches Argument. Das denkt doch mal nach. Ist das besser oder ist das besser? Ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Also Namen von Götzen, die ihr selber erfunden habt, es hat keine Realität. Das Urteil ist allein Allahs. Er hat befohlen, dass ihr nur ihm dienen sollt. Das ist die richtige Religion, aber die meisten Menschen wissen nicht.
Jesus, das war jetzt eine sehr kurze Rede, in der hat er auf emotionaler Ebene Da'wa gemacht, auf logischer Ebene hat er sie aufgefordert nachzudenken, er hat sich vorgestellt, er hat seine Überzeugung dargelegt, er hat auch seine Ferne von dem dargelegt, was er als falsch erachtet, das ist auch wichtig, das schaut mal, das und das ist falsch, ich habe nichts damit zu tun, mit Schirk, ich habe mich davon abgewandt und er sagt auch ein ganz wichtiges Prinzip, dass wenn ihr die Wahrheit sucht, dann schaut nicht auf die Mehrheit der Menschen. Ja, die meisten der Menschen wissen nicht. Die meisten der Menschen, wenn ihr darauf schaut, da werdet ihr keine Rechtleitung finden, sondern Wahrheit muss nach anderen Kriterien gesucht werden und nicht in der Masse. Ja, das meistens denken wir leider so, ich, meine Leute und man schaut um sich herum und das, was alle machen, das macht man halt auch mit. Und das fordert Allah von uns ein, dass wir den Verstand, den er uns gegeben hat, selbst benutzen und nicht nur einfach mit der Masse uns mitbewegen. Ja, das war eine kurze Rede und nun kommt er direkt zu dem, was sie erfragt hatten und legt ihnen ihre Träume aus. O meine beiden Gefährten, was den einen von euch angeht, so wird er seinen Herrn Wein zu trinken geben. Also er wird freikommen und er wird wieder die Stelle beim König bekommen, als der Weineinschenker zu werden. Was aber den anderen angeht, so wird er gekreuzigt und die Vögel werden von seinem Kopf fressen. Entschieden ist die Angelegenheit, über die ihr um Auskunft fragt. Und er sagte zu dem von beiden, von denen er glaubte, dass er entkommen werde, erwähne mich bei deinem Herrn. Aber der Satan ließ ihn vergessen, ihn bei seinen Herrn zu erwähnen. Und dieser Herr soll der König der damaligen Zeit gewesen sein. Und so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis. Ja, Yusuf a.s. wollte hier Hilfe von einem Menschen als Fürsprecher, was völlig legitim ist. Aber was passiert? Genau das wieder. Menschen sind schwach und der Mensch vergaß. Und erst dann wird es ihm einfallen, wenn die Erlaubnis Allahs gegeben wird. Ja, deswegen nie bei Menschen beklagen. Ja, nie bei Menschen beklagen, dass keiner hilft uns. Denn alles passiert nur mit der Erlaubnis von Allah. Ja, es ist nicht die Erlaubnis von Allah gewesen. Erst als es soweit war, ist es dann auch geschehen. Und so blieb er einige Jahre noch im Gefängnis. So, nach einigen Jahren, was ist passiert? Und der König sagte, ich sah 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen wurden. Und 7 grüne Ähren und 7 andere dürre. O ihr führende Schar, also die Königshofleute, die um ihn herum standen, gebt mir Auskunft über mein Traumgesicht, wenn ihr ein Traumgesicht auslegen könnt. Ja, also, wenn Allah eine Arbeit getan haben will, dann schaut mal, wie er Umstände schafft, die dazu führen werden, dass Yusuf nicht nur rauskommt aus dem Gefängnis, sondern an den Hof kommt und nicht nur an den Hof kommt, sondern eine hohe Stelle am Hof bekommt und nicht nur eine hohe Stelle, sondern alles, was diese hohe Stelle mit sich bringt an Freiheit, Ehre und Macht, ihm dann durch Allah gegeben wird, durch diese Umstände gegeben wird, weil Allahs Erlaubnis nun da war. Ja, und der König war auch laut Auslegung nicht Muslim, hat hier trotzdem einen wahren Traum. Was passiert weiter? Jetzt fällt es den Menschen ist es erstmal unmöglich, diesen Traum zu deuten. Sie sagten, das ist ein Bündel von wirren Träumen. Wir wissen über die Deutung der Träume nicht Bescheid. Derjenige von beiden, der entkommen war und sich nach einiger Zeit erinnerte, sagte, ich werde euch seine Deutung kundtun. Darum entsendet mich. Jetzt fiel ihm endlich wieder ein. Ach ja, stimmt, im Gefängnis war ja jemand, der konnte doch Träume deuten. Schickt mich mal los, ich gehe mal nochmal zu diesem Menschen. Yusuf, du Wahrhaftiger. Ja, hier sehen wir auch, wie Yusuf a.s. immer wieder so betitelt wird von allem, die mit ihm zu tun haben. Siddiq, Muhsin, immer wieder diese Titel. Subhanallah. Yusuf, du Wahrhaftiger, gib uns Auskunft über 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen werden. Und über 7 grüne Ähren und 7 andere dürre, auf dass ich zu den Leuten zurückkehre, auf dass sie wissen mögen. Er sagte, und er legt den Traum sofort aus. Er sagt nicht, wie, du kommst jetzt nach all den Jahren, erst hast du mich hier vergessen und jetzt dies und jetzt forderst du von mir. Und er stellt keine Bedingungen, er deutet direkt den Traum. Er sagte, ihr werdet unablässig 7 Jahre wie gewohnt sehen. Was ihr erntet, das lasst in seinen Ähren, bis auf ein weniges, wovon ihr esst. Hierauf werden nach all dem 7 harte Jahre kommen, die das aufzehren werden, was ihr für sie vorbereitet habt, bis auf ein weniges von dem, was ihr aufbewahrt. Hierauf wird nach all dem ein Jahr kommen, in dem die Menschen Regen haben und in dem sie Früchte auspressen werden. Also wird die Ernte üppig sein und die Menschen werden in der Lage sein, viel zu ernten. Der König sagte, bringt ihn zu mir. Also der König merkte sofort, obwohl er ihn noch nicht mal gesehen hatte, von Fernem, dass das ist ein besonderer Mensch. Und forderte, bringt ihn zu mir. Als der Bote zu ihm kam, also da kam der Bote des Königs wieder zu Yusuf ins Gefängnis, sagte er, kehr zu deinem Herrn zurück und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Mein Herr weiß doch über ihre List Bescheid. Also er sagt nicht, ja,
endlich raus, erstmal raus und dann gucke ich weiter. Er sagt, nein, bevor ich rauskomme, muss meine Tugend noch reingewaschen werden. Meine Unschuld muss nochmal öffentlich bewiesen werden. Ja, weil wenn er wollte ja in Zukunft noch als Prophet zu Allah einladen, und wenn dann seine Tugend noch diesen Makel gehabt hätte, dann, wie hätte er dann erfolgreich zu Allah subhanahu wa ta'alas Religion einladen können? Er sagte, was war da mit euch, als ihr versuchtet, Yusuf zu verführen? Sie sagten, Allah behüte, wir wissen nichts Böses gegen ihn anzugeben. Die Frau des Hohen Herrn sagte, jetzt kommt endlich die Wahrheit raus, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ich habe versucht, ihn zu verführen und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Ja, jetzt ist die Wahrheit öffentlich nochmal bestätigt worden. Derjenige, der aushält auf Allahs Weg, Allah wird seine Unschuld beweisen. Jetzt war nach all den Jahren zwar, aber dafür umso klarer, umso öffentlicher und zwar in diesseits schon. Ja, und vor allem kam das hervor. Und dafür ist aber was nötig? Muhsin sein, in allen Umständen Gutes tun, den Charakter bewahren, auf Allah verlassen und Standhaftigkeit. Ja, dafür sind diese Dinge notwendig und Allah genügt als Zeuge. Und Yusuf a.s. sagt, und hier gibt es verschiedene Meinungen, wer diesen Satz genau sagt. Und die davon ist eine sehr starke Meinung, dass Yusuf a.s. diese Worte sagt. Dies ist, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. Ja, also Yusuf a.s. sagt, jetzt ist klar geworden, mein Herr, der Aziz von Misr, soll auch wissen und auch Allah ist Zeuge darüber, dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt und dass ich ihn nicht betrogen oder verraten habe. Damit kommen wir zum Ende von dieser Lektion. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.